Jedes Jahr werden in Österreich bis zu 2250 Tonnen an gebrauchsfähigen Drogerieartikeln einfach vernichtet. Einfach so. Und da wollen wir, die Fairmittlerei, einfach dagegen wirken. Diese 2250 Tonnen verursachen der Industrie Kosten von ca. 1 Million Euro. Ist jetzt nicht so viel, wenn man es ein bisschen aufteilt und so, aber dennoch unnötige Kosten, die dadurch entstehen. Konnte man vermeiden. Und NGOs haben einen Bedarf von 4,2 Millionen Einheiten an Drogerieartikeln jedes Jahr. Da gibt es irgendwo ein Loch. Da ist irgendwas, geht nicht ganz zusammen. Die Gründe, warum die Produkte vernichtet werden, sind teilweise gute. Teilweise Konsumentenschutz, teilweise kommen sie uns zugute. Es ist einfach die gesetzliche Mindestfüllmenge nicht erreicht. Es ist falsch etikettiert. Es ist der Apfelduft drinnen, das Orangenetikett draußen. Es ist der Überkarton defekt. Darum nimmt der Handel die Ware nicht mehr an, weil er nicht weiß, ob die Produkte drinnen noch gut sind und verwendbar sind. Auf der anderen Seite gibt es die NGOs, die diese Produkte brauchen könnten. Die Subventionen, die Zuschüsse stagnieren oder werden sogar eher geringer oder sind in den letzten 2 Jahren, glaube ich, waren es, geringer geworden. Der Bedarf an den Services dieser NGOs ist aber kontinuierlich am Steigen. Immer mehr Menschen in Österreich sind armutsgefährdet. Immer mehr Menschen können ihr Leben nimmer in dem Leben, wie sie es gewohnt sind, ohne zusätzliche Hilfe von diversen Organisationen. Teilweise sind es irgendwelche körperlichen Einschränkungen, teilweise psychische Einschränkungen, teilweise geht es einfach nicht mehr, weil sie einfach die Kohle nicht haben. Das heißt, die NGOs und NPOs haben weniger Mittel zur Verfügung, damit sie mehr erreichen. Ein bisschen eine schwierige Gleichung. Und die Industrie hat Dinge übrig, die sie dann vernichten, weil sie zu viel Lagerkosten verursachen. Und genau da wollen wir einfach dagegen wirken. Wir nehmen von der Industrie die Produkte an. Sie können ganz einfach an uns spenden. Wir kümmern uns um den Transport. Wir lagern es zwischen. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt nur die Info, es gibt Ware, die übrig ist, und dann aber zusätzliche Infos, welche Ware, warum wird es nicht mehr verkauft, und ein paar logistische Daten, damit wir dann damit hantieren können. Wir nehmen das Ganze, lagern es ein, stellen es in unseren Webshop, kümmern uns um den Transport von der Spendeorganisation zu uns und bieten es dann eben über den Webshop den NGOs an. Die können das dann für eine minimale Vermittlungsgebühr von ca. 20-25% vom eigentlichen Marktpreis bei uns bestellen. Das heißt, der Waschmittel um 10 Euro kostet dann bei uns ca. 2,50 Euro. So, Daumen mal Pi. Das heißt, sie sparen sich aber 7,50 Euro, als wenn sie zum Billa gehen würden. Es muss dann die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter nicht nach der Arbeit dann noch zum Billa fahren, das Zeug einkaufen und dann noch in die Arbeit schleppen, in die NGO, sondern sie kriegen es einfach vor die Tür geliefert. Und da versuchen wir einfach ein bisschen so der Dreh- und Angelpunkt zu sein. Ich möchte euch jetzt kurz ein Video von uns zeigen, das das Konzept kurz erklärt. Und ich bin vorher draufgekommen bei der Präsentation von Dominik. Ah ja, ich habe eigentlich gar keine Folie drinnen, wo ich mich vorstelle. Darum mache ich das jetzt einfach. Das Bild habt ihr live. Das brauche ich jetzt nicht an die Wand werfen. Ich bin der Michael. Ich habe vor 3 Jahren mit 3 Freunden die Fairmittlerei gegründet. War eigentlich irgendwann einmal Tischler. Habe dann Design- und Produktmanagement an der FH Salzburg studiert. Dann noch ein MBA machen können in Jonesboro, Arkansas. Ein Bauernkauf mitten in den USA, voll spannend gewesen. Und habe dann bei der Firma Henkel ein paar Jahre gearbeitet im Produktmanagement und Marketing. Und da haben wir einmal im Monat die Meetings gehabt, wo wir besprochen haben, hey, was tun wir mit den Produkten, die wir noch auf Lager haben, den Slow Movern sozusagen. Ja, ich wüsste da noch wen, denen könnte man es noch anbieten, hey, weißt du was, wir 50%, dann geben wir es denen noch. Und irgendwann hat es den Punkt gegeben, so Leute, und jetzt weg damit. Jetzt müssen wir sie entsorgen. Entweder sie waren abgelaufen oder es war einfach nur eine Menge für 7 Jahre da.
Und dann habe ich bei Henkel aufgehört, weil ich einfach kein Konzernmensch bin. Ich bin mehr so der Mensch-Mensch und nicht so der Ellenbogen-Mensch. Und habe dann von Innatura gelesen, eine Organisation in Deutschland, die genau dieses Konzept umsetzt. Und dachte, hey, genau das braucht es. Die einen haben zu viel, die anderen haben zu wenig, bringen wir es zusammen. Industrie denkt in Tonnen, tausenden Tonnen und die NGOs denken in Packerl, Einheiten, in kleinen. Und das dann zusammenbringen ist einfach schwierig. Und das ist genau unsere Rolle, die wir übernehmen, damit wir so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt sind und die Kommunikatoren und ja, dass wir halt die großen Mengen nehmen und in kleine Mengen runterbrechen für die NGOs. Wir sind letztens mal in einem Zeitungsartikel, also Robin Hoods, der Neuzeit bezeichnet worden, was ich recht nett gefunden habe. Wir nehmen es von den Großen und geben es an die Kleinen. Allerdings stehlen wir nicht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit dem Video. Oder auch nicht. Da hätte jetzt das Video kommen sollen. Ich zeige es euch noch. Ich zeige es euch einfach noch. Klassischer Vorführeffekt. Wahrscheinlich mal das Büdel getauscht und damit den Link gelöscht. Wie gerade angesprochen, wir sind Dreh- und Angelpunkt zwischen Industrie, die zu viel hat, und den NGOs, die zu wenig hat und die auf unterschiedlichen Ebenen kommunizieren. Ich kenne das von mir selbst, wenn irgendwer angefragt hat, hey, wir haben da irgendein Event, können wir da irgendwelche Spenden haben, habe ich gefragt, ja, wie viel, weiß ich nicht, braucht es 10, 20, 50 Packeln? Und sie haben gesagt, nein, so 3, 5 waren gut. Aber alles, was so klar ist, kostet der Industrie wieder viel. Und die wollen ja gleich auf einmal viel loswerden, wenn sie spenden. Weil es einfach vom Aufwand her nicht mehr kostet. Und die NGOs können aber teilweise nicht so viel brauchen. Wir haben mit einer NGO gesprochen, die hat von einem großen Waschmittelhersteller in Wien, gibt den nicht so viel, eine sehr großzügige Spende bekommen, den Jahresbedarf an Waschmitteln. Das ist eine echt coole Sache. Die haben sie damit viel Kohle gespart. Die haben nur keinen Lagerplatz. Das heißt, sie haben sie Lagerraum anmieten müssen, damit sie das wieder zwischenlagern können, was sie da geschenkt gekriegt haben. Das heißt, sie haben das Geschenk hat wieder Kosten verursacht. Also da beißt sich dann die Katze ein bisschen in den Schwanz. Und genau das wollen wir einfach vermeiden. Wir können mengenunabhängig die Produkte entgegennehmen, sei es eine Palette, 10 Paletten, 100 Paletten und verteilen es dann Stück für Stück an die NGOs. Natürlich auch lieber mehr, weil wir natürlich auch irgendwo die Kosten wieder decken müssen. Das war mal so ganz grob, wie das funktioniert. Gibt es da mal irgendwelche Fragen? Soweit nachvollziehbar? Dann würde ich einfach gerne so ein bisschen auf das Digitale eingehen. Wir haben ja da so Let's Talk About Digital. Es ist nicht nur digital, muss ich zugeben, aber vieles davon. Wir sind der Meinung, wir tun Gutes. Und wir tun es aber nicht nur, weil wir Gutes tun wollen, sondern auch, weil wir davon leben wollen. So klassisch Social Business. Derzeit haben wir nur als Verein organisiert, werden aber in diesem Jahr noch eine GmbH oder eine gemeinnützige GmbH gründen. Das heißt, wir werden auch schauen, dass wir das Ganze wirtschaftlich auf solide Beine stellen, damit wir langfristig Soziales leisten können. Aber trotzdem, wir tun Gutes und so wie der Dominik ja vorher gesagt hat, man muss es ja rausbringen. Die Leute müssen es wissen. Die sollten davon erfahren. Und so zum Beispiel auch unser Facebook-Account, der derzeit sehr bunt ist, weil wir mal eine Sonderaktion ausprobieren vor dem Sommer noch. Aber es ist für uns der Hauptkanal in den sozialen Medien. Wir haben unsere Webseite, die wichtig ist, aber trotzdem spielt sie eigentlich viel mehr über Facebook ab. Wir haben jetzt seit kurzem ca. 2500 Follower, ist irgendwie nicht so viel, wenn man sich gewisse Seiten anschaut. Auf der anderen Seite denke ich mir, echt cool, wir erreichen 2000, oder haben 2500 Leute erreicht. Mit den Posts ist es sehr schwankend, irgendwas zwischen 15 und 70 erreichen wir da so. Ist aber wirklich auch für uns nämlich ganz spannend, das herauszufinden, woran liegt es, wie können wir das verbessern, wie können wir das optimieren. Und wir wissen es nur nicht immer. Manchmal so Kleinigkeiten, kleine Stellschrauben, die wir nur drehen, aber im Endeffekt ist es immer so ein bisschen eine Glückssache. Klassisches Beispiel, wenn man am 18. Mai einen ganz super tollen Post gemacht hat auf Facebook, ist er wahrscheinlich wegen Ibiza ziemlich untergegangen.
Man sieht ja da ein paar Zahlen von uns. Wir versuchen jetzt ein bisschen zu analysieren, was funktioniert gut, was funktioniert wie schlecht. Wir haben uns extra einen Redaktionsplan aufgesetzt, der für 4 bis 5 Wochen befüllt wird. Und eine Woche bevor sozusagen die Themen aus sind, setzen wir uns wieder zusammen und diskutieren darüber, was können wir weitermachen. Und da versuchen wir eine gute Mischung zu finden. Einerseits natürlich ein bisschen Selbstbeweihräucherung, zu zeigen, was wir erreicht haben. Andererseits unsere Partner vorstellen, Unternehmen, NGOs oder einfach auch inhaltliche Themen, die zu uns dazu passen, die für unsere Zielgruppe relevant sind. Weil wir eben, wie es auf Social Media aus meiner Sicht üblich ist oder sein sollte, nicht nur über uns selbst berichten sollten und wie toll wir sind, sondern einfach auch ein bisschen einen informativen Auftrag haben, dass Leute einfach Infos bekommen, die sie sonst nicht bekommen würden oder nicht so leicht. Was natürlich, wenn die Leute sowieso in unserer Bubble sind, haben sie dann wahrscheinlich auch andere Zugänge zu guten Informationen. LinkedIn, ist vorher auch schon angesprochen worden, ist für uns ein ganz wichtiger Kanal. Ich war die ganze Zeit der Meinung, hey, da können wir unsere Spenderunternehmen erreichen. Das machen wir eigentlich nur für Spender, nur für Unternehmen, die erreichen dort, dann können wir irgendwie die Präsenz und die Bekanntheit in diesem Kreis erhöhen. Wir sind drauf gekommen, dass so um die 22-25% der Leute, die auf unsere LinkedIn-Seite zugreifen, von NGOs sind. Habe ich am Anfang komplett unterschätzt. Und das ist einfach nur mir ganz, ganz wichtig zu überlegen, welche Zielgruppe erreiche ich über welchen Kanal, ist eh so das, aus meiner Sicht, das Credo des Marketings. Wen will ich erreichen und was muss ich dafür tun? Und wir sind jetzt auch auf Instagram, ich glaube, da kommt dann sogar noch ein Slide, aber das ist für uns so nebenbei, weil wir haben eh Fotos und Content für die anderen Sachen, dann bespielen wir das mit, aber betreiben das nicht hochprofessionell, weil wir der Meinung sind, dass wir unsere relevante Zielgruppe eher auf Facebook und auf LinkedIn erreichen. Auf LinkedIn, ich weiß nicht, vielleicht ist eh schon euer Hurt, ich bin jetzt am Wochenende, glaube ich, was draufgekommen, dass man jetzt endlich zur Unternehmensseite auch Leute einladen kann. Und wir haben vorher 211 Follower gehabt und jetzt haben wir, was sonst da, 463 und ich glaube, also vorher habe ich nur mit kurz draufgestellt, waren schon 484 oder so, weil wir halt aktiv Leute eingeladen haben. Also wer bei euch LinkedIn, auf LinkedIn eine Unternehmensseite hat, schaut es mir nach und versucht es einfach nur aktiv zu nutzen. Ich habe es zumindest erst am Wochenende entdeckt, vielleicht gibt es es schon länger. Instagram, wir sind da bei den 600, irgendwas Leute. Wie gesagt, wir betreiben das ein bisschen nebenbei, viele davon sind Freunde, aber inzwischen auch einige Seiten und Initiativen, die einfach mit Nachhaltigkeit was zu tun haben und die unsere Initiative cool finden, wo wir uns einfach auch gegenseitig ein bisschen unterstützen, informieren und einfach am Laufenden bleiben. Was ich ganz cool finde, wir haben jetzt seit März eine neue ehrenamtliche Mitarbeiterin und die hat sich mit dem Thema Kommunikation auseinandergesetzt. Und wir haben dann gesagt, okay, machen wir Umweltfacts. Das heißt, wir haben einmal in der Woche, immer mittwochs, einen Umweltfact gemacht mit demselben Frame, damit das die Leute einfach wissen, ah, das ist wieder die Farbe, das kommt wieder das. Wissenschaft ist eh schon vielseitig bekannt. Und sie hat es aber geschafft, dass die halt immer untereinander sind. Das heißt, es sind jetzt 7 von diesen bärenfarbenen Posts einfach untereinander und gibt einfach wirklich nur mal ein schönes Bild, wenn man so auf die Übersicht geht. Ob man dafür durch mehr verkaufen? Nein. Dadurch machen wir nicht mehr Umsatz. Und das ist für mich einfach nur mal das Spannende. Wie viel habe ich jetzt wirklich an Zeit für Facebook, Instagram, LinkedIn rein und wie viel kommt eigentlich zurück? Ist es messbar? Weil im Endeffekt, rein theoretisch müsst ihr schauen, wenn ich Zeit investiere, muss ich schauen, dass Geld reinkommt. Weil irgendwie muss ich die Stunden ja mal zahlen. Wir können relativ viel über Ehrenamtliche abdecken, zum Glück. Aber nichtsdestotrotz müssen wir schauen, dass das irgendwie mal die Kosten deckt werden. Und das ist ganz spannend, wenn ich so von der Henkel-Seite, wie viel bringt es? Also wie viel Zeit steckst du rein und wie viel Geld bringt es rein? Das war so das, was ich dort ein bisschen stärker gelernt habe. Auf der anderen Seite, da sehen uns 600 Leute, plus minus, immer wieder mal mehr, mal weniger. Und das heißt, die kennen uns, vielleicht empfehlen sie uns.
vielleicht sehen Sie mal einen Post und empfehlen diesem Freund, der relevant ist für uns und so. Also es ist für mich einfach ganz schwieriger zu sagen, wie viel ist das wert, was wir da reinstecken. Und ich glaube, das ist eh die größte Challenge, die die meisten Leute haben. Außer, wenn man es wirklich so macht, dass man konkret Kunden oder Vertriebspartner dadurch gewinnen kann. Wenn man es direkt darauf auslegt. Machen wir auf Instagram nicht. Wir haben das Glück gehabt, dass wir als eins von drei Projekte gewählt worden sind für das Red Bull Ama Pico Förderprogramm. Ist ein Programm, das in Südafrika gestartet hat, das einfach Social Entrepreneurs startet, hilft beim Start. Geht um kein Geld, es ist einfach Wissenstransfer und einfach das, was Red Bull im Haus hat, einfach zu nutzen, so auch Medien. Und wir haben da ein Video bekommen. Our society produces way too much waste. We take products which cannot be sold anymore from industry or trade and distribute them to NGOs. On the one hand, we support NGOs who do have limited budgets and the need for their services is increasing. On the other side, we help to reduce waste because usable products are not put to waste. Perfekt. Ist für uns einfach eine tolle Möglichkeit, dass wir einfach auch im Red Bull-Netzwerk einfach promoted worden sind über Facebook und so weiter. Und das ist einfach ganz wichtig, einfach wirklich die Dinge, die Message auch rüberbringen, rausbringen, möglichst viele Leute erreichen. Jeder kennt irgendwen, irgendwo. So sind wir heuer auch zweimal schon im Fernsehen gewesen, einmal bei Wien heute, einmal habe ich die Möglichkeit gehabt, dass ich live in Mittag in Österreich bin, was mir ganz spannendes Erlebnis war, weil ich bin gewohnt, dass ich vor Menschen rede und dass ich präsentiere. Und dort, da war wirklich Piste erhoben. Also da war ich wirklich so angespannt. Und dann ist man reingekommen und das ist dann einfach ein ganz normales Gespräch und Chat gewesen. War echt cool. Und wir haben viel Leute erreicht damit. Und das war für uns einfach nur mehr relevant. So auch mit Zeitungsartikeln in Kurier, in der Wiener Zeitung oder in den Salzburger Nachrichten heuer. Und das hat einfach wirklich gewaltig geholfen. Haben wir bei allen Zugriffszahlen gesehen, bei allen Fans, bei allen Followers und so weiter, dass das einfach einen richtigen Peak gegeben hat. Auch dann tatsächlich bei Firmen, die uns kontaktiert haben, hey, ich habe im Radio gehört von euch, setzen wir uns einmal zusammen, wir haben Produkte übrig. Und das ist im Endeffekt genau das, worauf es ankommt, weil auf Instagram coole Fotos posten, wenn es wem was bringt, uns hat es noch nichts gebracht, als wenn Instagram irgendwer von uns zukommen ist und gesagt hat, hey, machen wir Geschäft. Sind wir vielleicht einfach auch die falsche Branche, wie wir vorher schon gesprochen haben, immer abhängig, in welchem Bereich das man tätig ist. Ganz kurz zu den Unternehmen, die uns bisher unterstützt haben. Wir sind ja jetzt in Gesprächen mit einem sehr großen Online-Händler, der auch nicht immer nur positive Schlagzeilen hat, aber auch bereit ist, da etwas zu ändern. Schauen wir mal, ob was zustande kommt, vielleicht auch nicht. Aber eben Henkel, Kastner, Stabilo sind einfach wirklich treue Partner. Und dann auch Postsystemlogistik, die uns einem Kunden empfohlen hat. Die machen für die einfach den Online-Versand für den Online-Handel. Die Produkte, es geht nicht nur um Drogerieartikel, das war einfach nur die Studie, die wir gemacht haben. Es geht genauso um Küchenmöbel, es geht genauso um Geschirr, um Bleistifte, um Kopfhörer, um alles Mögliche. Alles außer Lebensmittel.
Weil dafür gibt es andere tolle Projekte, die sich sehr stark darum kümmern. Die Abnehmer von uns sind einfach NGOs aus allen Bereichen, aller Größen, sei es Caritas hat auch schon bei uns bestellt, SOS Kinderdorf, Diakoniewerk, aber eben auch aus Trag, die eine relativ kleine Organisation sind und umso mehr von uns profitieren, weil die Großen, da haben sie eh leichter, dass wir bei Henkel anrufen und sagen, hey, wir brauchen, oder bei Procter & Gamble und bei wem auch immer. Bisher haben wir es geschafft, dass wir 25 Tonnen gebrauchsfähiger Produkte vor der Entsorgung gerettet haben im Endeffekt. 10 Tonnen davon haben wir schon vermittelt. Wir haben es geschafft, dass die NGOs ca. 40.000 Euro sparen, was einfach schon mal ganz nett ist. Es ist einfach mal der Anfang und wenn wir wirklich überlegen, dass wir in 2-3 Jahren das 10-fache vermitteln können, dann können wir wirklich da einen Impact generieren, wo NGOs einfach wirklich Budgets freischaufeln können. Firmen haben durch uns auch ein bisschen medialen Auftritt. In dem Video habt ihr vielleicht Persil erkannt. Nenne ich einfach gern, weil sie uns gut unterstützen. Und im Endeffekt profitiert die Umwelt davon, weil wir einfach CO2 einsparen, weil die Produkte nicht vernichtet werden. Die Verpackung danach dann schon, dessen sind wir uns bewusst. Aber zumindest die Produkte werden dann nur benutzt, bevor es einfach vernichtet werden. Und das sind circa 75 Tonnen, kalkuliert mit dem CO2-Ausstoß von Waschmitteln. Ist jetzt einfach ganz grob, wird sonst eine sehr spannende Kalkulation werden. Das Wichtigste ist, gemeinnützige Organisationen sparen sich einfach Kohle und können ganz bequem bei uns einkaufen. Industrie und Handel sparen sich Geld, tun Gutes und die Umwelt wird einfach entlastet. Das heißt, das hilft eigentlich alle. Ganz kurz noch, wir haben 15 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Einer davon ist der Stefan, der da hinten steht, im schwarzen Shirt und grauen Haar. Genau da rechts sieht man er. Ohne die wäre es nicht möglich. Wir haben eine Person derzeit für 10 Stunden angestellt. Über Förderung können wir jetzt ab Mitte Sommer noch jemanden Vollzeit anstellen und schauen einfach so, dass wir sukzessive aufbauen. Aber bei uns geht es nur sehr viel über Ehrenamtliche. Und deshalb möchte ich einfach einmal sagen, nicht nur bei uns, sondern egal welche Organisation, welcher Verein, es kann jeder und jede von euch helfen. Und wenn es einfach nur mal eine Stunde Ratschlag ist über SEO, über wie verhalte ich mich auf Instagram oder auf LinkedIn, im Vertrieb oder wie mache ich Slide-Decks und so weiter. Jeder kann was oder einfach nur abbocken. Einfach mal eine Stunde dort sein und helfen. Und es geht ganz leicht, man muss sich nicht committen und es kann jeder mal machen. Und es macht Spaß. Ich habe vorher extrem viel ehrenamtlich gemacht und eigentlich mache ich das seit 3 Jahren unbezahlt, Vollzeit. Ich möchte euch nur bitten, jeder von euch kennt irgendwann, irgendwo bei einer NGO, erzählt einer von uns, dass es uns gibt, dass sie von uns profitieren können. Wenn ihr irgendwen in der Familie habt, zu dem Freundeskreis, die in der Industrie arbeiten und im Handel, gebt ihnen Bescheid, dass es uns gibt. Bevor sie was wegschmeißen, sollten sie uns einfach kontaktieren. Und wenn ihr Lust habt, meldet euch einfach bei uns. Wir können immer Unterstützung brauchen, sei es für eine Stunde oder regelmäßig, eine Stunde pro Woche für mehrere Jahre. Alles, was euch gut tut. Und folgt uns einfach auf die sozialen Medien. Wir freuen uns über jedes Like, über jeden geteilten Post. Und würde mich freuen, wenn ihr Fragen habt. Ich weiß nicht, ob jetzt noch Zeit ist. Sonst stehe ich noch auf jeden Fall noch zur Verfügung. Ich bin nicht gleich weg. Können wir dann auf jeden Fall unter 4 Augen dann sprechen. Danke sehr. Ich habe eigentlich 2 Fragen. Das eine ist, ich gehe davon aus, ihr seid in ganz Österreich umtriebig. Ja. Und das zweite ist, wie finanziert ihr euch? Auch über Spenden? Weil die Logistik kostet ja trotz allem was. Ja. Das wäre in dem ersten Video vorkommen, wo ich anscheinend den Link gelöscht habe. Wir verlangen ca. 20-25% vom eigentlichen Marktpreis von den NGOs. Und über diese Kosten versuchen wir die Lagerkosten zu decken. Den Transport zu den NGOs verrechnen wir 1:1 weiter. Also sind bei 31 Kilo Pakete 4,54 Euro.
Und 31 Kilo Warenwert, also das ist ganz locker herinnen, sie sparen sich immer noch viel Geld. Ja, und bei uns geht es einfach darum, dass wir auf lange Sicht einfach Masse machen müssen, damit sie das dann auch wirklich selbst tragen kann. Ist aber auf jeden Fall möglich, dass es geht. Derzeit über Förderungen, dass wir einfach überbrücken und ausbauen können. Du hast vorher nämlich gesagt, ihr plant jetzt in eine GmbH oder eventuell gemeinnützige GmbH zu wechseln. Das heißt, eigentlich müsste der Finanzplan ja sich dann ändern. Weil zwischen Verein und GmbH ist ja ein großer Unterschied, wie was finanziert wird. Und eine GmbH kostet ja auch per se schon Geld. Ja, ne? Die Gründung der GmbH kostet Geld und dann die Erhaltung sozusagen. Aber das sind im Endeffekt unsere privaten Ausgaben von den Gründern dann. Und sonst ändert sich jetzt nicht großartig viel. Es wird der Steuerberater ein bisschen teurer, aber das fällt jetzt nicht ins Gewicht. Im Endeffekt, wir müssen schauen, dass wir möglichst viel Produkte vermitteln, damit wir die Kosten decken können, das möglichst rasch. Und so wie jedes Startup sind wir einfach derzeit nur auf Förderungen angewiesen oder Investoren. Und da sind wir aber auch zum Beispiel mit einer Stiftung im Gespräch, mit einer Bank im Gespräch, wegen einem Darlehen und solche Sachen. Also klassisches Startup, schauen wir, wie wir es, einen Teil vom Geld haben wir und den Rest müssen wir irgendwie aufstellen und beschaffen. Genau. Ich habe eine Frage und zwar, warum habt ihr aus strategischer Sicht gesagt, ihr lasst die NGOs zahlen und nicht die Konzerne? Weil es die Konzerne nicht tun. Ja, aber die haben doch Kosten dadurch, dass sie entsorgen. Wir haben es probiert. Wir haben mit diversen Spendern geredet und ich habe gesagt, ihr kriegt ja die Produkte, was wollt ihr nur? Aus Firmensicht verstehe ich es. Auf der anderen Seite, wenn sie uns 50% der Kosteneinsparung geben würden, wäre es für beide ein Win-Win, aber das sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht relevant genug für die Firmen. Ja, verstehe. Okay. Und darum, jetzt schauen wir auch, dass wir mal größer werden, dass wir relevanter werden. Und dann können wir da auch mal sagen, hey Leute, da mal was. Mich würde interessieren, ist eine größere Nachfrage da, also mehr NGOs, oder gibt es mehr Angebote von der Industrieseite? Die größere Herausforderung ist die Spenden aufstellen. Also das Potenzial bei der Industrie wäre da, dass wir an die richtigen Personen kommen, die dann entscheiden können und wollen, dass sie uns spenden, ist ein sehr großer Aufwand. Bei den NGOs ist es dann auch wieder die Frage, welche Produkte. Würden wir Waschmittel bekommen, Shampoo, Duschgel, Zahnpasta oder Klopapier? Das wäre wahrscheinlich so weg. Bei Trinkgläsern wird immer wieder bestellt. Wir haben zum Beispiel Korrekturfluid gespendet bekommen, also Tippex von der Marke Brit sozusagen, wird immer wieder mitbestellt. Ich bin überrascht. Es ist wirklich bei der dritten, vierten Bestellung wird das mitbestellt. Ist halt nicht der Renner. Das heißt, wir konnten jetzt wahrscheinlich Tippex oder Korrekturfluid mehr kriegen. Und also es ist die relevanten Produkte zu bekommen. Und das ist ähnlich wie im normalen Markt. Was braucht der Markt? Und bei uns ist es halt schwierig. Wir können uns keinen Anbieter suchen und sagen, okay, macht uns ein gutes Angebot, den billigsten nehmen wir. Jetzt sind wir auf Spenden angewiesen. Aber grundsätzlich ist es leichter, NGOs zu bekommen, wenn du die richtigen Produkte hast. Wir haben derzeit, ich glaube, um die 140 Leute, die im Webshop registriert sind, von NGOs. Die müssen sich registrieren. Wir prüfen dann, ob sie tatsächlich von einer NGO sind. Sie hätten auch schon viele private gemacht, wo wir dann gesagt haben, vielen Dank, aber geht leider nicht, sind wir die falsche Organisation. Und spendermäßig sind wir jetzt, glaube ich, bei 25, 30 circa. Gibt es da eigentlich auch eine Liste von den NGOs, die dann auflisten, genau was sie haben möchten? Ja, ja. Also den Bedarf bekommen wir. Wir wissen, was NGOs brauchen. Und es ist ja dann einfach schwierig, weil zum Beispiel Klopapier gibt es SCA in Wien, die COSI und so weiter haben. Die nehmen das, reißen das Plastik runter und hauen das Papier wieder ins Recycling und machen wieder Klopapier draus. Also die haben ihre eigenen Recycling-Mechanismen. Ihre eigenen Mechanismen. Da wird es ein bisschen schwieriger, dass man das bekommt. Ja. Und es gibt halt dann auch verschiedene Firmen, die einfach sagen, nein, wir spenden nichts. Oder wir spenden schon, aber wenn dann direkt.
Und das heißt, sie haben dann drei Organisationen, die werden überhäuft und alle anderen kriegen nichts. Und wir haben von einer Organisation gehört, wir kriegen nichts, weil wir weiterverkaufen. Ja und nein, wir bekommen Geld und ich verstehe es ja irgendwo, damit wir nicht sozusagen einen Schwarzmarkt oder einen Konkurrenzmarkt aufbauen. Auf der anderen Seite, sie sparen sich einen Haufen Kohle und darum wäre es eigentlich sinnvoll, wann. Weil die Leute kennen sie eh, eigentlich nicht die Markenartikel kaufen, sondern wenn, dann kaufen sie Private Label vom Hof oder vom Lidl. Und von dem her würden wir ihnen keinen Markt wegnehmen. Ja, da gibt es ganz viele Mechanismen. Es ist ja teilweise bei NGOs, die könnten die Produkte brauchen, aber es sitzen Menschen dort. Und die Menschen bei NGOs sind tendenziell vollkommen überarbeitet, weil die einfach viel zu wenig Geld haben für Personal. Und das heißt, dass die eine Gewohnheit umstellen, ist einfach so ein großer Aufwand, wenn sie eh schon so überarbeitet sind, dass es teilweise auch schwierig ist. Nicht bei allen, bei manchen geht es leicht, bei manchen wenig schwieriger. Aber es sind nicht auch, es menschelt einfach. Logischerweise. Entschuldigung, das ist so heiß. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sagen wir herzlichen Dank fürs Kommen. Danke sehr.